meine Bindungsangst und ich. Hallo und Aloha, meine Lieben, hier bin ich wieder und ich muss als allererstes zugeben, dass ich mich wirklich vor dieser Folge gedrückt habe. Ich habe euch ja erzählt, ich möchte gerne euch mitnehmen, wie ich jetzt gerade auf meinem Weg meine Bindungsangst zu verarbeiten, weshalb ich mir auch extra einen Coach geholt habe, weil ich einfach gewisse Themen habe, wo ich ein bisschen betriebsblind bin, sage ich jetzt mal. Und das ist ein ganz besonderes, weil ich da mega, ich will nicht sagen blockiert bin, sondern wahrscheinlich meine Angst selber, dass da auch wirklich immer wieder blockiert hat bisher, dass ich da so drauf gucken kann. Und ich finde es ganz spannend, weil einfach in den letzten Tagen ganz, ganz viel getriggert wurde und wird. Und ich habe vorhin natürlich so einen Post gesehen, dass wir gerade auch wieder Sonnenstürme haben, was mir natürlich die Erklärung dafür gibt, dass erst recht viele Sachen hochkommen wieder, weil ich glaube daran, dass wir auch energetisch immer wieder gefordert werden mit gewissen Sachen. Aber bevor ich mich jetzt hier breit mache und euch quasi ein bisschen mehr dazu erzähle, oder mehr zu den Triggerpunkten erzähle, möchte ich euch jetzt einfach erstmal ein bisschen zu dieser Bindungsangst erzählen oder warum ich das irgendwann mal als solches für mich erkannt habe. Vielleicht zu Beginn, ich bin seit 12 Jahren Single, was ziemlich lang ist, eine ziemlich lange Zeit ist. Und ich muss aber dazu sagen, es ist nicht so, dass ich nicht in diesen 12 Jahren hin und wieder mir Partner geschickt wurden, mit denen ich hätte oder mit denen ich versucht habe, eine Beziehung zu führen. Und ich sage extra versucht habe, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und für mich zählt es nicht wirklich als Beziehung, wenn es nur so eine Art, also in ein Techtelmechtel ausgeartet ist, was einfach sich vielleicht über ein paar Wochen, in einem Fall sogar über ein paar Monate hingezogen hat. Ich habe irgendwann mal für mich selbst festgestellt, dass es nicht daran lag, dass die Männer doof waren. Sie haben wahrscheinlich ihre eigenen Charakterzüge und ihre eigenen Themen für sich gehabt. Da kann ich nicht sagen, ob sie gut oder schlecht waren. Ich kann nur für mich selber sagen, dass ich für mich einfach irgendwann festgestellt habe, dass es einfach nicht funktionieren konnte, weil ich selber einfach nicht aufgemacht habe. Das heißt, ich hatte das Vertrauen nicht, beziehungsweise ich habe einfach diese Blockade gehabt, dass ich sie zwar an mich rangelassen habe, aber nicht nah genug rangelassen habe. Das heißt, ich habe sie nie meine wahre Person sehen lassen. Was eine schöne Erkenntnis ist, weil ich deswegen natürlich aufgehört habe, ihnen die Schuld zu geben, dass die doof sind, sondern ich einfach wirklich gemerkt habe, es liegt einfach an mir. Also ich bin die Person, die es gar nicht zulässt. Also wie können die denn, wenn ich es nicht zulasse? Und das fängt natürlich dann an, sich so komisch auszuarten, weil ich festgestellt habe, also ich habe für mich dann mich einfach gefragt, welche Menschen lasse ich denn an mich ran? Welche Menschen dürfen mich denn so erleben und sehen, so wie ich bin? Und komischerweise geht das. Also wenn ich meine Familie, also vor allem meine Schwester sowieso, aber meine Freunde größtenteils, also zumindest die Freunde, wo ich sage, dass es wirklich meine Herzensfreunde sind, die kennen mich so, wie ich bin, da habe ich auch kein Problem, sie dran zu lassen, mich verletzbar zu machen, ist nicht immer leicht, aber es funktioniert. Und natürlich, seitdem ich hier den Podcast habe mit euch, lasse ich euch natürlich auch an ganz, ganz viel teilnehmen und teilhaben. Deswegen fällt es mir nicht ganz so schwer, wobei ich sagen muss, es gibt so ein paar Themen, die auch durch mein mit euch reden hier im Podcast oder hier eben auf Facebook Live auch getriggert werden. Dazu komme ich aber später nochmal. Aber zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich in den meisten Bereichen meines Lebens eigentlich für mich, ich mich schon so zeige, wie ich bin. Nur
wenn es halt, sobald es in eine Partnerschaft geht, da ging das bei mir nicht. Also da habe ich ganz, ganz oft gemerkt, dass ich mich teilweise nicht getraut habe, alles von mir zu zeigen, was man wahrscheinlich auch nicht immer unbedingt von Anfang an muss, aber natürlich gehört da auch eine gewisse Öffnung dazu, damit die andere Person auch dazukommen kann. Und genau, und da kam dann schon das erste Muster, was mir schon aufgefallen war, wo ich aber einfach nicht wusste, wie ich drankomme, war einfach, dass mir aufgefallen war, dass ich wirklich total so gepolt bin, dass ich, sobald ich in eine Beziehung gehe, mich untergeordnet habe und quasi mich selbst als Diener, sage ich jetzt mal, von meinem Partner gesehen habe. Im Sinne von, ich schaue einfach, dass es ihm gut geht, ich muss gucken, dass bei ihm alles passt und was ich für Wünsche habe, ist jetzt erstmal zweitrangig. Und eben auf der anderen Seite, genau deswegen habe ich natürlich auch nicht unbedingt immer alles von mir gezeigt. So. Genau, und dann habe ich halt, ja, mich natürlich auf den Weg gemacht, also, weil 12 Jahre, da kam ja dann irgendwann ein Burnout-Board und so weiter, da spielte das immer wieder mal eine Rolle, immer wieder mal eine Rolle. Wie gesagt, durch meine Therapie und auch durch meine spirituelle Arbeit an mir selbst und so weiter habe ich natürlich viele Themen immer wieder aufarbeiten können und, ja, und wie ich euch ja schon erzählt habe, ich liebe Herausforderungen. Ich nehme mir eine Angst für jedes Jahr vor. Und Ende letzten Jahres, als ich halt überlegt habe, was möchte ich mir für nächstes Jahr vornehmen, war bei mir einfach diese Sehnsucht so groß, gerade weil ich noch mehr bei mir bin und das Gefühl habe, dass ich für mich, obwohl ich eigentlich jetzt mit dem Reisen angefangen habe, gerade wegen dem Reisen so bei mir angekommen bin, so verwurzelt bin, so schön eben bei mir angekommen bin und ich würde das eben gerne teilen. Also ich habe einfach diese Sehnsucht, ich möchte das gerne mit jemandem teilen, mit einem Partner. Und deswegen habe ich gesagt, okay, und ich weiß, meine Blockade ist, dass ich Angst davor habe. Ich habe Angst davor, eine Beziehung einzugehen, ich habe Angst davor, mich zu öffnen, ich habe Angst davor, mich verletzbar zu zeigen. Einer Person gegenüber, die mein Partner ist. Und ja, und deswegen habe ich gesagt, ich möchte das machen und habe ja eben Anfang des Jahres schon mal mit euch darüber gesprochen gehabt, kurz. Für alle von euch, die da bei dem Lebenswandelkurs kurz dabei waren. Und genau, wo es natürlich um eine Methode geht auch, die ich immer wieder auch anwende, aber wo ich einfach für mich selbst gemerkt habe, irgendwie, ich brauche da tatsächlich Hilfe von außen, was ich euch ja letztes Mal erklärt habe. Beziehungsweise ich habe mir gedacht, naja, du kümmerst dich da schon drum. Du hockst dich da schon hin und machst es dann. Und habe aber immer wieder andere Sachen gefunden, die mir in den Momenten wichtiger erschienen, weil ich jetzt auch ein sehr, ich würde mal sagen, ein sehr turbulentes Jahr hatte, was keine Entschuldigung sein soll, aber ich muss zugeben, dass ich einfach nicht meinen Fokus drauf gelegt habe, sondern ich war einfach mit anderen Dingen beschäftigt, gerade so Rückkehr nach Deutschland, nochmal mit der Familie Zeit verbringen und so weiter und auch für euch hier Sachen zu kreieren, die von euch bei der Wandelbar dabei sind, die wissen, dass ich da einiges mit reingegeben habe. Und naja, und jetzt saß ich hier und bin nach Thailand gekommen, weil ich mich auf jeden Fall um den Wandelkongress kümmern möchte. Und deswegen eben einfach dieses Umfeld haben wollte, wo ich in Ruhe für mich arbeiten kann. Und das machen kann. Naja, und wie es halt das will, kam halt der Hendrik irgendwie auf. Und als ich mit ihm geredet habe, habe ich gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist für mich, also ja, ich habe das Gefühl, er ist mir geschickt worden, weil ich jetzt bereit bin. Und tatsächlich, weil ich muss zugeben, hatte mir keine Gedanken mehr darüber gemacht, sondern ich habe mir gedacht, naja, wahrscheinlich muss ich diese Angst mit ins nächste Jahr mitschieben. Ja, und dann ist mir aber der Hendrik beziehungsweise ich muss, nein, anders. Ich habe jemanden
kennengelernt gehabt vor ein paar Wochen, der mir so gut gefallen hat, aber mich irgendwas halt einfach wieder davor abgehalten hat, wo ich mich nicht einmal getraut habe, tatsächlich zu zeigen, dass ich Interesse hätte. Das ist noch nichts anderes passiert, sondern nur Interesse mal zeigen. Aber nein, das hat nicht funktioniert und ich war dann sehr traurig. Also ich war wirklich traurig darüber mit mir selber, dass es wieder nicht geklappt hat. Und mit diesem Vorgefühl bin ich quasi hier nach Thailand gekommen und dann ist mir Hendrik über den Weg gelaufen. Und als er mir erzählt hat, dass eben gerade Bindungsangst so sein Thema ist, habe ich gesagt, komm, du bist geschickt vom Himmel. Und sage ich jetzt einfach mal so. Und deswegen ist er, habe ich halt einfach jetzt mit ihm gestartet. So, letzte Woche ging's los. Genau, so. Und wie das Universum das so möchte, genau. Wird mir in der letzten Woche unheimlich viel getriggert, unheimlich viel gezeigt. An Themen und ich finde es total spannend, gerade weil ich ja jetzt schon dabei bin, die ganzen Aufnahmen für den Wandelkongress zu machen. Und während diesen Aufnahmen passiert auch einiges und da ist auch einiges getriggert worden. Und diese Punkte wollte ich jetzt mal anfangen, mit euch zu sprechen, was mir da so auffällt, wie das so weitergeht und so, weiß ich noch nicht genau, aber einfach, was mir aufgefallen ist und deswegen jetzt für euch als erstes der Triggerpunkt, der aufkam, als ich die Aufnahme mit euch gemacht habe über die Coaches, also der Coach, der einen Coach braucht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber zum Schluss, wo ich diesen Satz gesagt habe, ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht schlecht von mir deswegen. Und da habe ich richtig krass gemerkt, wie dieses Thema quasi unterschwellig bei mir drin ist, was denken die Leute? Ich habe darüber natürlich mit meiner Schwester gesprochen, die für mich immer so ein ganz, ganz wichtiger Spiegel ist. Und sie sagte zu mir, das ist so krass, dass du das noch in dir hast, weil eigentlich denkst du ja darüber gar nicht mehr nach. Und sie hat recht. Was meine Freunde angeht, was meine Eltern und meine Schwester angeht, was ihr als meine Kunden angeht, wie sagt man, es ist nicht so, dass es mir wurscht ist, was ihr denkt. Es ist mir unheimlich wichtig, was ihr denkt, weil ich möchte euch ja unterstützen. Aber ich möchte ja trotzdem authentisch sein. Und da fällt es mir nicht schwer, ich zu sein. Also da habe ich nicht diese Blockade im Hintergrund, was denken denn die Leute? Komischerweise ist mir aber aufgefallen, dass ich, was einen Partner angeht, mir schon Gedanken darüber mache. Was denkt er? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich einen Teil, der sich eben da möchte ich jetzt keine besonderen Leute nennen, aber die sind Teil meiner Familie, also meiner physischen Familie, wo ich ganz genau weiß, dass gerade dieses Thema ganz, ganz heftig ist. Also dieses, was denken die anderen Leute von mir? Oder was werden die Leute denken? Und ich musste immer lachen, weil ich bei dem Teil der Familie gerne als schlechtes Beispiel hergenommen werde, wo ich mir einfach für mich denke, mega, ist doch schön, dass ich für andere Leute oder für den Teil der Familie als schlechtes Beispiel hergenommen werde. Aber ich merke, es tut mir verdammt weh. Und das ist so ein Thema, was ich auf jeden Fall mir anschauen möchte. Ihr merkt, also es tut ganz, ganz viel in mir und genau. Und ich finde es, was ich so krass finde daran ist, dass es so personenspezifisch ist. Also, dass es sich nicht zeigt im kompletten Umfeld. Also, es hat nichts mit meinen Eltern zu tun, es hat nichts mit meiner Schwester zu tun, es hat nichts mit meinen Freunden zu tun, sondern es ist spezifisch auf zwei, drei Leute aus der Familie und genau und einem eventuellen Partner, der irgendwann vielleicht hoffentlich existieren wird. Genau, das ist einer der Punkte, die halt eben mit euch hochgekommen sind. Ich habe mir extra aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse.
Ein anderer Punkt, der ganz krass ist, der hat mich auch ähnlich berührt, war nämlich, als Hendrik tatsächlich mich angeschaut hat und gesagt hat, erlaub dir doch, dir zu wünschen, dass jemand in dein Leben kommt, der zu deinem Lebensstil passt. Weil natürlich dadurch, dass ich jetzt mehr reise und mich damit wohlfühle, ich mich natürlich immer wieder frage, weil es gibt ja nicht jetzt nicht unbedingt so viele, die auf Reisen sind. Und das fand ich ganz spannend, weil es kam dann etwas später auch nochmal auf und dass ich mir erlauben darf, das zu wünschen, das etwas zu wünschen. Dass ich mir erlauben darf, eine Vision zu haben. Was auch wieder natürlich ganz, ganz spannend ist, weil ich eine Vision habe für mich, für mein berufliches Leben, natürlich für die Dinge, die ich mit euch teile, beziehungsweise die Sachen, die ich gerne mit euch mache, wo ich euch die ganzen Techniken und Methoden gerne geben möchte, mit die mir auch immer geholfen haben. Und das funktioniert, aber in diesem Bereich ist irgendwas in mir, was es mir nicht erlaubt. Und das ist so, ich erlaube mir selber nicht, so jemanden an meiner Seite zu haben. Also es ist so, als hätte ich mich vor irgendwann, ich glaube nicht erst vor 12 Jahren, ich glaube, das ist schon sehr viel länger her, habe ich mir eben nicht diese Erlaubnis genommen. Also habe ich im Endeffekt habe ich ein Verbot ausgesprochen, dass ich das darf. Wenn ich daran denke, finde ich es total witzig, weil ich irgendwann mal witzigerweise von zwei unabhängigen Astrologen getrennt voneinander, die mit alten Leben zu tun hatten, haben beide unabhängig voneinander mir gesagt, dass ich in früheren Leben wohl schon mal als wie sagt man, nicht Eremit, aber so ein Priester, der die Einsamkeit sucht, war. So. Und jetzt, wo ich es euch gerade erzähle, schön, wenn ich mit euch gemeinsam Erkenntnisse haben kann, kann es damit zu tun haben. Vielleicht sollte ich da mal reinschauen. Ich glaube, ich meditiere nachher nochmal. Und werde mal da reingucken, weil vielleicht habe ich mir da mal so ein Verbot gegeben. Das jetzt aber nur so mal als Idee. Genau. So, nächster Punkt, weil ich möchte euch ja nicht zu lange aufhalten. Genau, ein letzter Punkt, den ich euch gerne noch mitgeben möchte aus diesen ganzen Erkenntnissen, die da sind, den ich echt heftig finde auch, ist nämlich der, dass ich das Gefühl hatte, früher immer, dass Männer nur mit mir sind, weil ich halt ein schönes Anhängsel bin. Und eben kam natürlich mit diesem Ganzen, was ich euch ja erzählt habe, mit ich habe, wie sagt man, die Männer mochten ja nicht mich als Person, also meine Seele, mein Innerstes, sondern sie mochten eigentlich nur mein Äußeres. Was ich ihnen natürlich nicht zu Schulden geben kann, weil ich habe ihnen ja nicht erlaubt, überhaupt mich kennenzulernen. Also, ne, mal davon abgesehen. Aber trotzdem kommt halt über dieses Ding für mich so ein bisschen dieses Gefühl hoch, dass es nicht mit den, wie sagt man, dass meine komplette Definition als Frau, also nicht als Freundin, nicht als Schwester, nicht als Coach, sondern für mich als Frau in der Partnerschaft so definiert ist, dass ich als Frau einfach nur hübsch sein muss. Und das Krasse ist, wenn ich dann auf jemanden treffe, der, oder ich wünsche es mir ja auch, auf jemanden zu treffen, der sagt, ich bin da, weil ich dich mag, nicht wegen deinem Aussehen. Und boah. Und das haut megamäßig krass rein, weil das ist so, ja, das ist einfach für mich fast unglaublich. Ich weiß, dass es anders ist und anders sein sollte. Und das ist das Abgefahrene, weil es vom, wie sagt man, vom Kopf her
da ist dieses Wissen, dass es nicht so ist, aber vom Herzen her einfach nicht da ist. Und das quasi im Endeffekt irgendwas in meiner Seele oder in meinem Herzen oder in meinem Unterbewusstsein, in meiner Programmierung sagt, dass es nicht sein kann. Oh. Und deswegen ist es ganz, ganz spannend, was ich da jetzt alles so tue. Also ihr seht schon, es tut sich allein, indem ich mit euch darüber rede, ganz viel. Und damit meine ich das Weinen und es tut mir leid. Nein, eigentlich nicht, sondern es ist ja gut, es reinigt und es transformiert. Deswegen danke ich euch auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Ich sehe gerade, Gabi hat geantwortet. Über die Erlaubnis. Ja, dieses Erlauben ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich dieses Erlauben ja auch bei uns in der Wandelbar eingebaut, weil ich auch eben gelernt habe, dass wie sagt man, in die Erlaubnis zu kommen, etwas tun zu dürfen, dass wir ganz, ganz oft unsere Blockade eben dieses Erlauben ist. Und wie wichtig das eigentlich ist, das umzusetzen. Und eben uns einfach zu erlauben. Oh. Gabi hat gerade geschrieben, weinen entspannt. Dankeschön, genau das ist es. Passt vielleicht auch gerade zu der Anspannung von den Sonnenstürmen. Ja, aber ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Und danke auch, liebe Christina, dass du bei mir bist. Ich werde jetzt mal das Ganze noch mal ein bisschen sacken lassen, und werde euch hoffentlich bald ein weiteres Update geben zu diesem Thema, was alles noch so hochkommt. Vielleicht geht es mit euch in Resonanz. Wie gesagt, ich kann euch sagen, was ihr machen könnt. Ich weiß nicht. Ich für mich selber hänge da ein bisschen, aber beziehungsweise danke, dass ich mit euch sprechen darf, damit auch ich Erkenntnisse haben darf, wie eben zum Beispiel das mit der Erlaubnis. Was für Gelübde wir vielleicht in anderen Leben oder in anderen Momenten unseres Lebens, weil für die von euch, die vielleicht nicht an andere Leben glauben, was für Gelübde wir vielleicht in anderen Leben gegeben haben, die uns heute noch im Weg stehen und uns vielleicht aufhalten. Genau. Aber jetzt möchte ich das erstmal für heute abschließen. Ich danke euch vielmals wieder fürs Zuhören und freue mich, wenn ich das nächste Mal euch hoffentlich noch mehr coole Sachen aus dieser wunderbaren Bindungsangst erzählen kann und hoffentlich aber vielleicht auch mal wieder was anderes. Genau, Dankeschön fürs Zuhören euch und euch einen ganz, ganz schönen Samstag. Seid achtsam mit euch. Ich glaube, dass diese Sonnenstürme nicht ohne sind. Und ja, Dankeschön einfach für euer Sein. Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen und schau doch mal auf meiner Webseite vorbei, www.wandel.schule.